Hallo. Hallo Leute, willkommen zurück zu Crastorio, wo wir uns heute weiteren Technologiekarten widmen. Dann wollen wir doch als erstes mal schauen, was brauchen wir denn hierfür überhaupt? Sind hier die letzten zwei? Ich sehe, das wird schon mal schwierig, da wir noch kein Uran haben. Das heißt, die legen wir erstmal auf die Seite und hoffen, dass wir hier mehr Glück haben. Hier brauchen wir noch Leichtbauteile und Raketenbrennstoff. Und ich denke, wir werden beides dediziert für die Forschung bauen, denn für weitere Anwendungen weitere Anwendung ist ja wahrscheinlich hauptsächlich Rakete. Nicht sicher, ob wir das für sonst noch was brauchen. Aber das würde ich dann in einer zweiten Produktionslinie herstellen. Ich glaube, Leichtbauteile sind die drin. Müssen doch auch irgendwo hier sein. Hier. Die sind noch relativ einfach. Ähnliches Rezept wie in Vanilla. Schluckt viel Kupfer. Und Raketenbrennstoff, da haben wir verschiedene Varianten. Wir können es direkt aus Leichtöl machen mit Sauerstoff, wir können es aus Ammoniak machen mit Sauerstoff oder aus Chlorwasserstoff mit Sauerstoff. Chlorwasserstoff brauchen wir für anderes. Wenn wir das Leichtöl nicht unbedingt anzapfen müssen, wäre das auch kein Schaden. Und Ammoniak, das sieht fast so aus, wie wenn wir das rein aus Luft und Wasser herstellen könnten. Wahrscheinlich braucht das aber einiges an Ressourcen, an Maschinen, damit wir an die Rohstoffe rankommen. Aber denke ich, die eigentliche Chip-Produktion, die muss hier hinten irgendwo sein, denn wir brauchen dafür auch die blauen Prozessoreinheiten. Das heißt, hier vorne hätten wir etwas Platz und vielleicht machen wir hier die Leichtbauteile und darunter den Raketenbrennstoff. Wenn wir die Leichtbauteile uns anschauen, können wir das so machen. Wir legen aufs mittlere Band. Dann holen wir vom äußeren Band. Und dann brauchen wir hier so wird es nicht funktionieren, denn hier müssen wir so greifen.
so und da so. Beziehungsweise funktioniert das so? Könnte funktionieren. Und dann ist nur noch die Frage, wie viel brauchen wir? Und ich habe da schon mal was spioniert. Und wir brauchen 27 Montagemaschinen für die Leichtbauteile. Und wie ihr sehen könnt, da brauchen wir auch einiges an Elektrolyse, aber hauptsächlich Atmosphärenkondensator, um an den Stickstoff zu kommen. Und den Sauerstoff, den bekommen wir hier quasi als Nebenprodukt von der Spaltung raus. Und da haben wir dann etwas zu viel übrig, ganz am Schluss. Aber ich denke, wenn wir das jetzt so machen, den weg. Funktioniert das so? Yep. Das heißt, hier können wir schon mal anschließen. Kupfer muss auf ein eigenes Band. Nehmen wir von hier. Und dann Stahl und Kunststoff, die können sich ein Band teilen. Stahl und gut. Verschieben wir das. Sind das 8, 12, 16, 20, 24, 28. Und da fehlen einfach ein paar Materialien, Untergrundbänder und Montagemaschinen, aber das haben wir ja alles irgendwo hier in unserem Logistik-Setup parat, dass ich da nur in die richtigen Kisten reingreifen muss. Und wenn ich jetzt da wieder zurückläufe, dann sollten meine Roboter das wie von Geisterhand platzieren. Und wir haben die ersten Leichtbauteile. Und von der Größe her
sieht das in etwa so aus, wie ich mir das gewünscht habe. Nun für den nächsten Schritt, wie ihr seht, da werden wir einige Maschinen brauchen. Das heißt, die muss ich erstmal bauen und das könnte ein Weilchen dauern, denn wir haben die nicht automatisiert und Handcrafting ist nicht allzu schnell. Gefühlte Stunden später sollte ich nun alle Gebäude und so weiter haben. Natürlich waren es wahrscheinlich nicht schon. Ihr könnt das hier oben besser ablesen. Da steht die effektive Zeitdauer. Und hier wollen wir unseren Raketenbrennstoff rausbekommen. Und wir bauen das wieder mal rückwärts. Das heißt, wir brauchen hier einen Eingang, einen Ausgang. Und dann das Ganze so. Dann Ausgang, Eingang. Ausgang. Et voilà. Und dann können wir das Ganze kopieren. Viermal. Nein. Achtmal. Aber wir können Strommasten entfernen. Dann kopieren wir das Ganze noch einmal und dann haben wir unsere 16 Kraftstofffabriken, welche uns den Raketenbrennstoff herstellen. Schließen wir hier rasch an, da brauchen wir Eisen. Holen wir uns rasch von hier. Und dann brauchen wir Strom. Und natürlich geht da noch nichts, denn es fehlt uns die nächste Stufe. Das haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir 5 Chemiefabriken, um den Ammoniak herzustellen. Und hier müssen wir wahrscheinlich dann auch Ammoniak verbinden. Ammoniak verbinden wir die beiden Seiten auf oben. Und dann können wir Sauerstoff unten verbinden. Gut. Chemiefabriken. Das sollte nicht allzu schwer sein. Haben wir auch wieder 2 Eingänge, ein Ausgang. So verbinden.
machen wir doch einen Tank dazwischen. Verbinden das so. Hier können wir kleine Strommassen dazwischen platzieren. Und dann einen mittleren. Ja, gut. Das heißt, das haben wir auch abgehakt. Dann brauchen wir nur noch die Kondensatoren für den Stickstoff. Das könnte etwas komplizierter sein. Wenn wir das so auslegen, dass wir 36 in unserem Layout hätten, dann sind das 6 mal 6 Maschinen, die wir brauchen. Und irgendwo brauchen wir dann noch Strom dazwischen. Vielleicht machen wir das so. Dann haben wir Platz für Strommassen. Und wir verwenden hier wieder die kleinen. Die sind billiger in der Produktion. Und das sind mal 12. Dann sind das 24, 36. Ja, und weil ich natürlich genau genügend gemacht habe, fehlen uns hier 2 Stück davon und Strommassen. Und dann machen wir auch hier ein Tank hin. Und da können wir hier anschließen. Sehr schön. Ich hätte gedacht, dass da brauchen wir mehr Platz dafür. Anscheinend nicht. Das heißt, alles, was jetzt noch bleibt zu tun, ist das hier, wo wir einen Ausgang und 2 Eingänge haben. Hier denke ich, machen wir das alles in einer Reihe. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und natürlich sind die Untergrundrohre ausgegangen. Was für eine Überraschung. Wir werden hier
dann auch einen Tank haben für Wasserstoff, einen für Sauerstoff. Und weil wir Wasserstoff etwas mehr verbrauchen als als Sauerstoff, müssen wir hier sicherstellen, dass wir da uns nicht auf die Füße stehen, weil uns Wasserstoff voll läuft und wir daher kein Sauerstoff mehr produzieren. Also hier Wasserstoff, wenn größer als 24.000, denn 25.000 ist das Limit des Kessels. Und dann brauche ich etwas Eisen und etwas mehr Eisen. Ich werde auch ein paar normale Rohre brauchen. Sind hier aus. Da können wir den Rest inzwischen auch platzieren. Dann verbinden wir hier vorne den Strom. Machen wir das so. Hier brauchen wir auch Strom. Und dann müssen wir hier noch Wasser anschließen. Wasser haben wir hier. Da müssen wir das einfach da mal rüber pumpen. Das sollte ja keine wirkliche Hexerei sein. Wenn ich denn eine Pumpe hätte, und dann warten wir wieder, bis das Ganze gebaut ist. Jetzt, wo Wasser angeschlossen ist und auch die anderen Gase, die Leitungen verbunden sind, können wir hier Raketentreibstoff raus. Laufen noch nicht ganz alle Maschinen, aber es dauert einfach noch, bis wir hier genügend Ammoniak drin haben. Und dann steht uns quasi der Produktion der nächsten Technologiekarten nichts mehr im Wege. Aber nicht mehr heute in dieser Folge. Das muss bis zum nächsten Mal warten. Also bis dann und tschüss.